Eure Karl Meisters lesen aus Weihnacht. Winnetou und Old Shatterhand in ihrem ungewöhnlichsten Abenteuer. Die große Charity-Lesung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Let's go! Good day, my ladies and messieurs. Welcome to the Grand Charity Play Reading Show of the Wild West Reporters. Winnetou in the Living Room, Chapter 2. Or, like a real Saxon used to say, Winnetou im Wohnzimmer, Kapitel 2. Und da sagst du auch gleich Hallo aus meinem Wohnzimmer hier in Dresden. Hi, ich bin Moritz Stephan und von 5 Jahren Kampfstatisterie auf der Felsenbühne Raten mal abgesehen, habe ich mit Karl May und den Wild West Stories leider reichlich wenig am Hut zurzeit. Applaus fürs Wortspiel. Ganz im Gegenteil, eigentlich bin ich gerade Pirat in Spee. Welcher Pirat? Ja, welcher wohl? Klaus Störtebeker. Von den Störtebeker Festspielen in Reswijk auf Rügen. Umso mehr freut es mich jedoch, angefragt worden zu sein von dem Wildwest-Reporter für diese tolle Aktion hier. Und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Und jetzt heißt es nicht lang schnacken, Buch in den Nacken! Ab geht er. Karl Mays Weihnachten, Kapitel 18. Aber, wandte ich zögernd ein, ich habe doch keine Flinte. Flinte? Flinte? Das ist gut. Habt ihr das gehört, Meshes? Er hat Flinte gesagt. Flinte! Diesem Mangel wird gleich abgeholfen sein, Mr. Meyer, denn ihr dürft mit meiner Flinte schießen. Flinte. Also, ihr seid einverstanden. Ja, ja, ich muss doch wohl. Ja, ihr müsst. Ihr kommt nicht los davon. Also, ich setze $200 und wenn ihr mich überschießt, gehört das Geld euch. Die Lady dort wird es euch geben. Habt ihr es verstanden? Yes. Wollen wir losen, wer erst drankommt? Yes. Oder soll ich gleich schießen? Yes. Er schien es für seiner unwürdig zu halten, wenn er nach mir schießen musste, nachdem ich nichts getroffen hätte. Gut, stimmte er bei. Ich schieße also zuerst. Gebt Raum, Meshes! Der Spaß wird gleich beginnen! Man stand noch immer dicht um uns gedrängt. Jetzt schaffte er Platz, die Leute wichen zurück. Die Schusslöcher der beiden Scheiben wurden überklebt, dann stellte sich mein Gegner zum ersten Schuss an. Er hatte das Gewehr schon angelegt, da setzte er es wieder ab und sagte laut, dass alle es hörten. Denkt nicht, my ladies and meshes, dass ich jetzt wieder eine 55 schieße. Ich werde mich schämen müssen, ihm eine so hohe Ziffer vorzugeben. Ich schieße so, wie es gerade kommen will. Also, pass auf! Er schoss einen 9. Dann eine 8 und wieder eine 9. Hierauf zielte er vorsichtiger und schoss eine 11 und zuletzt eine 10. Er hatte also 47 zusammengebracht. Das ist nicht viel. Für so einen Dummkopf aber mehr als genug, lachte er. Hier ist das Gewehr, die Flinte. Und da sind die Patronen. Ich nahm den Dummkopf ruhig hin, und ergriff das Gewehr beim Lauf, den Kolben nach oben, um es zu betrachten. Ein brausendes Gelächter war die Folge dieses vermeintlichen Ungeschicks. Und Wetter rief, »Ich setze $20, dass er auf seine 5 Schüsse keine 30 macht.
Wer hält dagegen? Keiner hatte den Mut dazu. Nur Hiller Junior meldete sich. Ich setze 20 dagegen. Wer bewahrt das Geld auf? Meine Mutter hier? Jawohl, ja, lachte Wette. Es ist ganz gleich, wer es einstweilen hält. Ich bekomme es nachher doch. Mein erster Blick fiel auf die Schlossbacken des Gewehrs. Ich sah die beiden Blumen mit dem S und dem A. Es war also das unseres alten Amos Seller. Wie war es in die Hände seines jetzigen Besitzers geraten? Etwa durch ein Verbrechen? Ich hatte jetzt keine Zeit, meine Gedanken mit dieser Frage zu beschäftigen und fühlte mich zunächst durch das Bewusstsein beruhigt, eine mir bekannte Waffe in der Hand zu haben. Dennoch war ich wenigstens des ersten Schusses nicht sicher, weil die Möglichkeit vorlag, dass das Gewehr inzwischen schlecht behandelt worden war. Der erste Schuss musste ein Probeschuss sein. Aber wohin? Ich wollte meinen Gegner mit 48 Punkten schlagen. Dazu genügten 4 Schwarze. Ich hatte also die erste Kugel frei und beschloss, sie gar nicht nach der Scheibe zu richten. »Vorwärts! Vorwärts!« riefen die Zuschauer ungeduldig. »Schieß doch! Wann geht es endlich los?« Ich nahm das Gewehr so dumm wie möglich in Anschlag, zielte auf einen im Kugelfang befindlichen Ast und drückte los. Ein schallendes Gelächter begleitete diesen Misserfolg, der aber für mich ein sehr beruhigendes Ergebnis hatte. Denn der Ast war getroffen. »Er hat den Kugelfang erschossen«, johlte der Prayerman. »Geht weg, Leute! Dann ist es gefährlich, seitwärts von ihm zu stehen. Ich bin überzeugt, dass er es noch fertig bringt, gerade längs seiner Ellbogen hinauszuschießen.« Allgemeiner Beifall belohnte diesen Witz. Ich lud wieder und sah dabei, dass Hiller jetzt doch eine besorgte Miene machte. Darum forderte ich ihn laut auf. »Seid unbesorgt um die $40, Mr. Hiller. Lasst euch das Geld immerhin schon jetzt von eurer Mutter geben, denn ich werde gewinnen.« Hierauf ertönte ein unbeschreibliches Gelächter und Wetter rief, als sich der Lärm gelegt hatte, »Da hört man ja, dass der Kerl verrückter ist als verrückt. Wenn er die vorgelegte 47 überschießen wollte, müsste er mit 4 Kugeln 4 Schwarze treffen.« »Das werde ich auch«, antwortete ich. »Hallo, das kann man gar nicht anders als den reinen Wahnsinn nennen.« »Pshaw, ihr scheint alle blind zu sein.« Ich musste das Gewehr prüfen und hätte das mit einem Zieler in die 12 tun können, hielt es aber einem solchen Luftschützen gegenüber, wie der Prayerman ist, nicht für nötig. Wer wie er vorhin, wo es ihm ernst war, auf 5 Kugeln nur eine 55 macht, der mag seine Dummköpfe nur an die eigene Person richten. Also, aufgepasst! Von jetzt an geht es schneller als bisher. Mein zweiter Schuss krachte. Er traf einen Fingerbreit vom Rand ins Schwarze. Die nächste Kugel ging schon mehr in die Mitte und der 4. und 5. Schuss nahmen grad durch den Mittelpunkt ihren Weg. Ich weiß wohl, dass ich sehr gewagt gehandelt hatte, als ich darauf rechnete, 4 Treffer hintereinander zu machen. Aber es gibt Schützen, und ich gehöre glücklicherweise zu ihnen, die Treffer schon vorausfühlen. Das ist ungefähr so, wie ein guter Billardspieler versichert, dass er 100 Punkte hintereinander machen wird. Er weiß, dass er gerade jetzt ruhiges Blut hat und dass auch sonst alle Erfordernisse dazu vorhanden sind. Er macht die 100 wirklich. Jetzt verhielten sich die Zuschauer ganz anders als nach meinem ersten Schuss. Zunächst war alles still. Dann brach ein Sturm des Beifalls los. Ich sah, dass Frau Hiller ihrem Sohn die $40 gab und ging zu der Dame, die die 200 hielt. Schon wollte sie mir das Geld reichen, da stürzte der Prayerman herbei und schrie, »Halt! Halt! Das Geld ist mein! Es ist ja alles nur ein Scherz gewesen!« Es bildete sich im Nu ein Kreis von Zuschauern um uns, die neugierig waren, wie diese Meinungsverschiedenheit sich lösen würde. Mein Gegner wollte nach dem Geld greifen, da schob ich meinen Arm vor und warnte. »Ich habe euch schon einmal eine Lehre gegeben. Versucht es nicht, eine zweite herauszufordern, denn sie würde viel kräftiger als die erste ausfallen. Ihr habt die $200 gesetzt und ich habe sie gewonnen. Sie sind mein. Ich rate euch, diesen Verlust ruhig hinzunehmen, sonst könnte ich euch noch ganz anders kommen.« »Soll das etwa eine Drohung sein?« fuhr er mich zornig an. »Ihr seid nicht der Mann, der auch nur einem Floh in meinem Rock Angst einjagen könnte.« »Ich habe es weniger auf die Flöhe in euren Kleidern als vielmehr auf das Ungeziefer in eurem Gewissen abgesehen.« »Was wisst ihr von meinem Gewissen? Wenn ihr wieder eine Verrücktheit loslassen wollt, dann heraus damit.«
Well, woher habt ihr euer Gewehr, ihr frommer Mann? Woher? Gekauft natürlich. Wann habt ihr es gekauft? Vor langer Zeit, es ist länger als 10 Jahre her. Das ist eine Lüge. Eine Lüge? Mister, wagt nicht, mich zu beleidigen! Pshaw, ich kenne das Gewehr. Habt ihr schon einmal den Namen Amos Sennel gehört? Diese Frage kam ihm so vollständig unerwartet, dass er keine Zeit fand, sich zu beherrschen. Er erbleichte bis in die Haarwurzeln hinauf, riss sich aber schnell zusammen und antwortete in unsicherem Ton. Dieser Name ist mir unbekannt. So will ich euch sagen, dass Amos Sennel ein Pelzjäger ist, oder vielleicht war, aus dessen Gewehr, eurem jetzigen, ich oft geschossen habe. Darum die vier sicheren Treffer hintereinander. Bei Lebzeiten verkauft oder verschenkt so ein Mann ein solches Gewehr nie. Ich nehme also an, dass es ihm gestohlen wurde, oder dass es erst nach seinem Tod in andere Hände gekommen ist. Was sagt ihr dazu? Nichts, als dass ihr mir beweisen sollt, dass mein Gewehr das Eigentum dieses Amos Sennel ist. Nichts leichter als das. Sein Name ist eingeätzt. Schau, eingeätzt? Meine Damen und meine Herren, seht euch das Gewehr einmal genau an, und wenn ihr einen Namen findet, lasse ich mich auf der Stelle hängen. Er gab es zum Betrachten herum. Niemand fand, was ich meinte. Da zeigte ich auf die beiden Backen und erklärte. Der Dieb oder gar Mörder wird sich das Gewehr freilich sehr genau betrachtet haben, ist aber ein so großer Dummkopf gewesen, in diesen Blumen nicht die Verschleierungen des Namens zu erkennen. Schaut ihr genauer hin, so werdet ihr bemerken, dass die Staubfäden ein A und ein S bilden, was eben Amos Sennel bedeutet. Jetzt freilich fanden sie die Buchstaben leicht. Sie wichen von dem Prayerman zurück. Er zischte mich grimmig an. Schwindler, ihr habt beim Laden zufällig die Ähnlichkeiten der Staubfäden mit den beiden Buchstaben bemerkt und euch schnell eine Lüge ausgesonnen, um euch an mir zu rächen. Den Schwindler bleibe ich euch für 2 Augenblicke schuldig und lasse euch aus guten Gründen auch in Beziehung auf das Gewehr einstweilen laufen. Für jetzt handelt es sich um unser Wettschießen. Ich will den Preis haben und ihr wollt ihn nicht zahlen. Die Anwesenden mögen entscheiden. Ich werde mich genau nach ihrem Urteil richten. Also, Ladies and Gentlemen, gehört das Geld mir? Ja, 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 erklang es rundumher. Well, so werde ich es nehmen. Und wer mich daran hindern will, der hat es mit mir zu tun. Ich wandte mich wieder an die Dame. Da fuhr der Prayerman schnell dazwischen. Halt, ich dulde es nicht. Es war eine Wette und das Geld ist noch nicht ausgezahlt. Das Gericht entscheidet, dass da kein Mensch zur Zahlung gezwungen werden kann. Papperlapapp, ihr habt euch so vor dem Gericht zu fürchten, dass es euch gar nicht einfallen wird, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Übrigens, Gericht. Es gibt auch ein gewisses Gericht, das man selber ausübt. Und ich werde euch sogleich ein solches kennenlernen. Ich bin euch den Schwindler vorhin schuldig geblieben und will ihn jetzt bezahlen. Der heutige Preis dafür sind 3 Ohrfeigen, die ich euch jetzt geben werde. Eine Empfangsbescheinigung brauche ich nicht. Kommt her, ihr frommer, gesalbter Mann! Er wollte schnell fort. Ich nahm ihn aber beim Genick, drehte mich herum und verabreichte ihm die erwähnte Zahlung mit solcher Schnelligkeit, dass er gar nicht zu dem Versuch kam, sich ihrer zu erwehren. Dann gab ich ihm einen Stoß, dass er weit fort zu Boden flog, und nahm der Dame endlich die $200 aus der Hand. Das Geld einstickend, grüßte ich die Anwesenden, deren Gesinnung sich nach den 4 Treffern vollständig umgekehrt hatte, und als ich mich mit Mrs. Hiller und ihrem Sohn entfernte, schallte ein vielstimmiges Bravo hinter uns her. »Das war ein wahrhaft köstliches Abenteuer«, sagte mein Begleiter. »Sie sind durch unseren Spaziergang um ein hübsches Sümmchen reicher geworden.« »Pshaw, um das Geld ging es mir wahrlich nicht. Ich habe es genommen, um ihn zu strafen. Übrigens ist Ihr Vertrauen zu mir auch belohnt worden, wenn auch nur mit einem kleinen Beitrag. Gehen wir heim?« »Ja, natürlich zu mir.« »Gestatten Sie mir, dass ich höflich ablehne. Ich ahne, dass der Prayerman sich bald aus dem Staub machen wird, und da habe ich Gründe, im Gasthof zu sein. Ich habe ihm einiges gesagt, was ihn hier in Missachtung gebracht hat, und vermute, er fühlt, dass ihm der Boden unter den Füßen zu warm wird. Ich begleite Sie bis in Ihre Wohnung.
Vielleicht sehen wir uns am Abend wieder. Ach, erlauben Sie, dass ich bei Ihnen bleibe. Wir trinken ein Bier im Gasthaus. Sie tun mir einen großen Gefallen damit. Ich gehe so wenig aus. Es lag mir nichts daran, aber ich konnte nicht unhöflich sein und sagte also zu. Wir schritten, nachdem wir die Mutter heimgebracht hatten, zum Gasthof, wo uns der Wirt im Beisein seiner Frau und des Oberkellners mit der verwunderten Frage empfing. Was ist denn geschehen, Mr. Meyer? Erst kam der Prayerman gelaufen, schimpfte in allen Tonarten auf sie und erklärte, dass er abreisen werde, weil sie ihn aus der Stadt trieben. Als er in sein Zimmer gegangen war, erschien auch Mr. Water, wetterte ebenso auf sie und fragte nach dem Prayerman. Sobald er erfuhr, dass dieser fort wolle, erklärte er, dass auch er das Haus verlassen müsse, denn mit einem Menschen wie Ihnen möchte er nicht unter einem Dach wohnen. Sie sind nicht beide miteinander gekommen? Forschte ich. Nein. Erst der Prayerman und dann der Water? Ja. So weiß der Erste noch nicht, dass auch der Zweite Weston verlassen will? Nein. Warum fragen Sie das? Ich hütete mich, ihm den Grund mitzuteilen. Wenn meine allerdings kühnen Schlüsse richtig waren, so musste Walter jetzt beim Zusammenpacken seiner Sachen entdecken, dass... Ich kam gar nicht dazu, diesen Gedanken vollends auszuspinnen, denn der Genannte stürzte bleich vor Schreck herein und auf den Wirt zu. Schickt sogleich nach dem Sheriff. Ich bin bestohlen worden. Man ist in mein Zimmer eingebrochen und hat mir alle meine Nuggets und meinen Goldstaub geraubt. Man kann sich denken, welchen Eindruck diese Worte machten. Hier handelte es sich um einen nicht ganz gewöhnlichen Diebstahl, denn auch der Hotelbesitzer wusste, dass Wetters Gold einen halben Zentner wog. Er forderte diesen auf, ihm den Hergang der Sache kurz mitzuteilen. Der Bestohlene versuchte, seine Aufregung zu bemeistern und erzählte. Ich eilte auf mein Zimmer, um einzupacken. Der Kasten mit dem Gold steht im Schrank. Er kann nicht herausgenommen werden, denn ich habe ihn mit 8 Schrauben an den Boden des Schrankes befestigt. Die Schrauben gehen durch den Boden des Kastens und wenn man sie aufdrehen will, muss man erst den ganzen Inhalt, also die Nuggets, auspacken. Das macht aber so viel Mühe, dass sich jeder Einbrecher hüten wird, den Kasten mit dem Gold zu stehlen. Dennoch ist es fort. Der Kasten war verschlossen und der Schrank auch. Und ich habe beide Schlüssel bei Tag stets hier in meiner Hosentasche und des Nachts unter dem Kopfkissen gehabt. Jetzt öffnete ich den Schrank und auch den Kasten, um ihn loszuschrauben. Er war leer. Schickt also sofort nach dem Sheriff. Es darf kein Mensch das Haus verlassen. Ich erkläre jedermann, der sich in seinen Mauern befindet, für verhaftet, besonders auch den fremden Deutschen, der sich Mr. Meyer nennt. Das war das. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Und ja, liebe Grüße aus Dresden. Habt eine wunderschöne Weihnacht, kommt gut ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, it was a pleasure, have a good day. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Bitte helfen auch Sie jetzt unter schlaganfall-hilfe.de/Karl May.